Hi Leute, ich bin's Albert von wpr.de und das ist das Lumia 640. Microsoft steckt sehr viel Hoffnung in dieses Gerät und wünscht sich dementsprechend auch einen Erfolg. Man versucht es nämlich schon länger auf dieser Billigschiene, wie viele es nennen würden, geklappt hat es aber nur bedingt. Das Lumia 630 bzw. 635 war ein sehr schönes Gerät, aber Microsoft machte den Fehler, einen Snapdragon 400 Prozessor mit 512 MB Arbeitsspeicher zu kombinieren. Außerdem hatte es keine Frontkamera und keinen Helligkeitssensor. Damit war es für viele keine Option. Mit dem Lumia 535 wollte man dies korrigieren. Es hatte 1 GB Arbeitsspeicher, dafür aber auch einen günstigeren Snapdragon 200 Prozessor. Frontkamera und Helligkeitssensor waren diesmal auch mit an Bord, aber Display- und Touchscreen-Probleme bereiteten vielen Kunden große Schwierigkeiten. Und nun sind wir hier, beim Lumia 640. Es erinnert designmäßig etwas an das Lumia 635 mit seinen flachen Seiten und den scharfen Kanten, ist aber etwas größer. Zudem sind die Ränder ober- und unterhalb des Displays endlich verschwunden. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und wirkt in der matt-schwarzen Variante sehr, sehr hochwertig. Die Buttons sind allesamt an der rechten Seite positioniert und sitzen fest an ihren Plätzen. Was die farbigen Varianten betrifft, so wirken diese aufgrund der glänzenden Rückseite eher billig. Verglichen mit denen wirkt das matt-schwarze Gerät wie ein komplett anderes Smartphone. Displaytechnisch hat man dem Lumia 640 ebenfalls ein Update gegönnt. Und nun gibt es ein 5 Zoll großes HD-IPS-Display, womit es nun von der Pixeldichte mit dem Lumia 830 mithalten kann. Qualitativ ist man da dennoch weit voneinander entfernt. Bei der Farbdarstellung ist das Lumia 640 doch etwas kühler und matter. Die Blickwinkelstabilität ist aber sehr solide. Insgesamt hat man ein gutes Display verbaut, vor allem in Anbetracht des Preises. Auch die Helligkeit reicht für den alltäglichen Gebrauch problemlos aus und bietet selbst im Sonnenlicht eine gute Darstellung der Inhalte, zumindest bei frontaler Betrachtung. Kameratechnisch ist man mit dem Lumia 640 ebenfalls überraschend gut bedient, zumindest was die Hauptkamera betrifft. Diese löst mit 8 Megapixeln auf und bietet sogar Full-HD-Videoaufnahme, was in diesem Preisbereich gar nicht so üblich ist. Fotos, die man damit aufnimmt, weisen in der Regel immer ein ganz leichtes Rauschen auf, was am Resultat als eine leichte Körnung zu vernehmen ist. Diese ist praktisch gesehen immer da, selbst bei besten Lichtverhältnissen, und wird bei Aufnahmen in der Nacht oder im Innenraum nur stärker. Von der Schärfe her sind die Bilder dennoch als sehr gut zu bezeichnen, da auch weit entfernte Objekte beim Hineinzoomen zu erkennen sind. Bei der Videoaufnahme sieht es sehr ähnlich aus, auch hier ist eine grobe Körnung im Bild zu erkennen, dafür bietet es aber auch eine sehr solide Audioaufnahme. Die Hauptkamera ist also für den Preis überraschend gut und locker alltagstauglich. Bei der Frontkamera gilt genau das Gegenteil. Diese ist sehr, sehr schwach und wirklich enttäuschend, auch für diesen Preis. Jedes Foto, das damit aufgenommen wird, ist extrem verrauscht, grobkörnig und daher sind sogar Personen, die sich gegenüber am selben Tisch befinden, am Foto nur kaum zu erkennen. Da hat Microsoft ganz offensichtlich gespart. Und wer die Frontkamera nicht allzu oft benötigt, der wird auch dankbar dafür sein. Nicht gespart wurde dafür nämlich beim Akku. Im Lumia 640 gibt es einen sehr großen 2500 mAh starken Akku, der euch bei intensiver Nutzung problemlos über einen ganzen Tag bringt. Länger schafft es der Durchschnittsnutzer auf jeden Fall und bei moderater Nutzung kommt man sogar über einen zweiten Tag durch. Kommen wir nun zur Performance. Es dürfte ja mittlerweile allseits bekannt sein, dass Windows Phone auch bei sehr günstiger Hardware ohne größere Probleme läuft. Und selbstredend ist das beim Lumia 640 genauso. Es gibt praktisch gesehen keine App im Store, die den Snapdragon 400 Quad-Core Prozessor ausbremsen kann, womit man auch gleich zur App-Vielfalt unter Windows Phone gelangen muss. Dies ist natürlich ein Thema und auch ein Problem. Besonders für Nutzer von Snapchat oder für Leute, die regelmäßig und sehr viel auf ihrem Smartphone spielen und da Indie-Games bevorzugen. Denn die ganz großen Titel, die eh jeder kennt, wie Angry Birds, Minecraft, Subway Surfers, Candy Crush, Temple Run, Hill Climb Racing, also fast alles, was im Google Play Store in den Top-Apps drin ist, die gibt's ja auch für Windows Phone. Und das läuft alles problemlos auf dem Lumia 640. Und die meisten lebenswichtigen Apps wie Facebook, Twitter, Instagram, Skype und so weiter, die gibt's auch. Und dank zahlreicher Alternativen sogar manchmal in besserer Ausführung als unter Android oder iOS. Das Problem ist nur, als Nutzer will ich nicht nachsehen müssen, ob der Dienst, den ich täglich verwende, beim kommenden Smartphone auch verfügbar ist. Und wer wechseln will oder darüber nachdenkt, der wird sich spontan ins Vergnügen stürzen müssen und dann eh erfahren, was fehlt. Da muss ich aber ehrlich sagen, mir persönlich wäre noch nie eine App abgegangen. Im Alltag bemerkt man dieses Fehlen einfach nicht. Vor allem bei einem so günstigen Smartphone. Wem diese Dinge also nicht abgehen, der bekommt mit dem Lumia 640 einiges geboten. Microsofts Smartphone bietet ein sehr schönes Design und eine solide Verarbeitung, zumindest in der matten Variante. Ein sehr gutes Display, eine gute Kamera, lange Akkulaufzeit und eine Performance, die absolut keine Probleme macht. Damit ist das Lumia 640 also ein sehr gutes Komplettpaket für seinen Preis.